Herzlich willkommen bei der Taverne zum Glücksritter. Heute ist der Moritz Millen wieder da. Hallo Moritz. Hi, Glücksritter hier. Yo, und wir reden heute über Swords and Wizardry. Das ist ein Oldschool-Rollenspiel. Ich bin mal gespannt. Also ich habe so wieder mal keine Ahnung und werde von dir jetzt ins Bild geholt. Denn dieses Oldschool-Thema ist ja durch den Heiligen von Bruckstadt und so erst bei mir so richtig ins Rollen gekommen, sagen wir mal. Und ja, wer den Moritz noch nicht kennt, wir haben ein Interview geführt zu ihm, der schon eigentlich alles gemacht hat, was es im Rollenspiel gibt. Und also wirklich alles. Und ja, das findet ihr unter dem Video verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Ja, ich habe in letzter Zeit so oft gesagt, ich verlinke das unter einem Video und dann vergesse ich es. Schwierig. Ja, das aber passiert. Die Leute suchen, die sollten mal ein bisschen sich betätigen und suchen. Das ist ein Suchspiel, genau. Ich sage immer, Leute, schreibt es mir in die Kommentare, dann wird es wieder ergänzt. Ne? Es ist ja auch so viel zu verlinken mittlerweile. Okay, erzähl uns doch mal bitte kurz, was ist denn Sword and Wizardry und was erwartet uns da? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist fast so eine gute Frage, wie erklär doch mal kurz, was Rollenspiel ist. Ja. Das ist mein Endgegner. Also Swords and Wizardry ist ein sogenannter Retro-Klon. Also ein Nachbau eines alten Rollenspielsystems auf Basis der Open Gaming License, der OGL aus dem Jahr 2000. Swords and Wizardry ist allerdings tatsächlich auch schon kein reiner Retro-Klon mehr, denn das ist wirklich nur Bauen von alten Dingen, damit man das heute wieder spielen kann, ohne sich $5,000 bei eBay eine Woodgrain-Box aus dem Haushalt von Gary Gygax kaufen zu müssen. Swords and Wizardry ist ein Bezug auf das sogenannte OD&D. Das sind die Whitebox und die Woodgrain-Regeln, also die allerersten. Wir sind jetzt im Jahr 1974. Aber Swords and Wizardry nimmt noch die nächsten 4 Jahre, die ersten Supplements, die ersten Zusatzbände bis 1978 dazu. Und danke den Schöpfern von Swords and Wizardry, also vor allem Matt Finch, man kann das damit jetzt auch spielen. Denn ich sage es immer wieder gerne und kriege dafür von den richtig knallharten Oldschoolern natürlich auch tierisch Zunder, man kann D&D effektiv aus der Whitebox von 1974 nicht vernünftig spielen. Geht nicht, ist nicht. Da musst du tatsächlich dann bei Gary Gygax oder Dave Arneson auf dem Schoß gesessen haben und das mit denen zusammen gelernt haben. Das ist einfach, diese Regeln sind nicht toll zusammengestellt. Okay. Und sie sind nicht vollständig. Also wir haben jetzt hier das ursprüngliche D&D. Also das ist genau das, wir wollen das ja, du hast ja gesagt, das ist ein Riesenkomplex und dann werde ich das mal so ein bisschen unterteilen, dass du da nicht, dass du nicht aus der Kurve fliegst. Also um das mal jetzt einzugrenzen, es ist nicht nur wieder ein weiteres OSA-System, wie es schon viele gibt, sondern das ist quasi der Versuch, so nah wie möglich am Metall zu arbeiten. Also das ist eigentlich die purste Dungeons & Dragons 1 Erfahrung, die man kriegen kann, wenn man nicht Dungeons & Dragons 1 bezahlen will, so nach dem Motto. Genau. Ich hätte später auch noch ein paar Takte dazu gesagt. Es gibt jetzt von Swords & Wizardry selber auch wieder in Englisch 50 verschiedene Varianten. Da gibt es dann zum Beispiel Swords and Wizardry Whitebox, was sich wirklich nur auf das erste Set bezieht. Dann gibt es die Core-Regeln, die schon ein paar andere Sachen mit dazu nehmen, aber halt wirklich die total komprimierten Regeln sind. Ich bin großer Fan von Ruins and Ronins. Das sind die OD&D-Regeln in einem fiktiven Japan. Es gibt alles Mögliche. Das, was wir jetzt hier nach Deutschland kriegen werden, ist aber tatsächlich die klassischen Regeln plus die ersten 4 Zusatzhefte plus Hausregeln. Ein paar, weil es gibt zum Beispiel keine Initiative-Regeln, die wirst du da nicht finden. Und dann gibt es da halt eine kleine Box an Initiative-Regeln, könntest du alternativ das noch benutzen. Da werden dann halt Sachen noch von neueren Editionen eingebaut und einfach so als Alternative vorgestellt, falls du das benutzen möchtest. Also das ist also so wie bei Star Wars, wenn ich sage, ich mache jetzt ein Star Wars-Rollenspiel, da sage ich, okay, ich lege das jetzt genau da zwischen die 2 Filme und das heißt, Darth Vader lebt noch, aber Luke ist schon groß oder so. Ja, also das heißt, es wurde gesagt, wir fangen jetzt nicht bei
wirklich der Version 1.0 an, sondern wir nehmen schon so ein paar Komfortfunktionen mit und so ein paar Regelnerweiterungen mit. Und alles, was danach kommt und was fehlt, das machen wir dann mit optionalen Hausregeln. So verstehe ich das jetzt. Ja, und aber es ist tatsächlich, wir befinden uns wirklich immer noch vor oder zur Beginnphase von AD&D 1. Wir befinden uns vor den sämtlichen D&D-Fassungen, die wir dann hier in Deutschland 1983 gekriegt haben und so. Wir sind da immer noch locker 5, 6, 7, 8 Jahre davor. Also es ist schon verteufelt alt, das Ganze. Und deswegen bin ich so glücklich, dass das jetzt in einer Fassung existiert, dann auch demnächst auf Deutsch, mit der das echt gespielt werden kann. Also wo du dir nicht das Gehirn verzwirbeln musst oder den Erben von Gygax eine Mail schreiben musst, wie ist das denn zu verstehen? Also vielen Dank für das Ganze hier. In dem es eine Spielwelt gibt, weil das also ein Oldschool-System ist, das wieder sehr, sehr frei von dem Spielleiter überall reinplatziert werden kann, wo man es möchte, ne? Genau, und das ist tatsächlich auch gleichzeitig der Riesenvorteil, denn durch die Open Gaming License darfst du, darf ich, darf jeder dafür irgendwas schreiben und veröffentlichen. Es ist natürlich nett, wenn man dann irgendwie sich ein bisschen mit System Matters abspricht, aber das ist tatsächlich nicht nötig. Ne? Du kannst jederzeit ein Abenteuer für Swords and Wizardry rausbringen, da hinten rein die letzte Seite, die Open Gaming License reinhauen und du kannst es veröffentlichen, du kannst es sogar verkaufen, du kannst alles damit tun, was du möchtest. Das sind wir ja schon fast beim Thema, ne? Weil da kommt ja jetzt von Gazer Press natürlich der Baphomet Zone raus, das ist das zweite Abenteuer in diesem 30-jährigen Kriegssetting und das wird auch für Swords and Wizardry erscheinen. Und in dem Rahmen habe ich ja dann auch zum ersten Mal davon gehört, so richtig, weil ich da ja nicht so der Crack bin im Oldschool. Und du bringst auch ein Abenteuer für das System raus, ne? Ja, ich habe ja Ende der 2000er Jahre, also so 2008, 9, 10, habe ich Herr der Labyrinthe als ersten Retro-Klon nach Deutschland gebracht mit einer Truppe von tapferen ÜbersetzerInnen. Und haben davon auch ganz gut welche verkauft und war auch eine Zeit lang ein sehr beliebtes System so in den klassischen Oldschool-Kreisen. Ja. Aber als ich dann da nicht mehr hintersteckte und den Manticore Verlag gezwungen habe, noch immer weiter Abenteuer rauszubringen und so, ist das ein bisschen eingeschlafen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich seit 4, 5, 6 Jahren keine größeren Retro-Klone mehr hier, wenn du nicht Beyond the Wall oder DCC dazuzählen möchtest. Das heißt, jetzt endlich kommt wieder ein Retro-Klon auf Deutsch raus. Gleichzeitig, und das wird in der nächsten Zeit sehr spannend zu betrachten sein, kommt ja OSE, Old School Essentials, raus, auch auf Deutsch. Und mein Abenteuer ist ursprünglich für Herr der Labyrinthe erschienen, hat sich da auch tapfer verkauft, also so jetzt nicht DSA-Größen, aber es gibt 3 bis 5 Leute, die das im Regal stehen haben. Und da das erste Abenteuer, die Festung des Bergkönigs, habe ich nochmal überarbeitet und mit einem kleinen Zusatzkapitel versehen oder einem kleinen Zusatz-Dungeon noch so zum Warmwerden, den die Leute, die das alte besitzen, nicht haben. Und das wird in der zweiten Welle erscheinen. Also es wird als erstes die Vorbestellaktion starten für das Riegelwerk. Dabei ist das Abenteuer Thorgrim nicht dabei, aber zeitgleich erscheint das Abenteuer Thorgrim. Das Gute ist, da kann ich dir überhaupt nichts zu sagen, da habe ich nichts mit zu tun, das habe ich nie gespielt. Das ist eine Übersetzung von einem amerikanischen. In der zweiten Welle wird dann der Bergkönig rauskommen, wird das Abenteuer 1974 rauskommen, zu dem ich überraschenderweise genauso wenig sagen kann wie zu Thorgrim. Und es wird das Abenteuer Nebelherz rauskommen, was wieder mit mir irgendwie zu tun hat. Denn das ist ein kleines, großartiges Abenteuer, was für den, ja, es ist kein Retro-Klon, aber für das kleine System Kern rausgekommen ist. Kern, aber nicht wie des Pudels Kern, sondern das schottische Hügelgrab-Kern, also C-A-I-R-N. Ach so. Und darüber bin ich gestolpert, irgendwo im Internet, habe mir das PDF gekauft, habe das dann in schneller Folge 4-mal für verschiedene Gruppen geleitet, hatte Riesenspaß. Das hat so ein bisschen statt der träumenden Bücher-Flair, auch von den Illustrationen und von der Story, von der Welt her. Okay. Und dann habe ich den Günther, den Chefredakteur von Swords and Wizardry, angefixt und ganz schnell waren wir im Kontakt mit dem Autor, der
Spanisch spricht oder Portugiesisch. Das heißt, es wird, ich vermute, er könnte Brasilianer sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und wer weiß. Jetzt wird das genau mit Swords and Wizardry-Regeln rauskommen in der zweiten Welle und da freue ich mich sehr drauf. Das wird ein Träumchen. Okay, aber das ist ja schon mal für alle Oldschool-Fans schon mal ein sehr, sehr starker Hinweis, die das vielleicht jetzt noch nicht mitbekommen haben, dass dieses System auch mit weiteren Produkten, Abenteuern und so weiter bestückt werden soll. Also das ist jetzt nicht so, wir bringen jetzt das Regelwerk raus und danach ist es weg, sondern das wird jetzt, es soll auch weiterhin versorgt werden, ja. Genau. Ja, du sagst jetzt, du sprichst jetzt von Wellen. Hast du ungefähr eine Ahnung, wie weit die Wellen auseinander liegen? Das ist jetzt nee. Wahrscheinlich ich, nicht, ich hab, ja. Ich habe mich beim Verlag tatsächlich erkundigt. Ich stecke natürlich in den Produktionsprozessen nicht drin. Ich weiß, dass Anfang Juni 2022, den wir jetzt gerade demnächst haben, die Vorbestellaktion für das Regelwerk und das erste Abenteuer startet. Und ich weiß, dass der Bergkönig schon fertig lektoriert, gelayoutet und mit Illustrationen versehen ist. Also der wird wahrscheinlich auch relativ schnell rausgehauen werden können. Ich weiß, dass das Nebelherz schon sehr weit ist. Die Illustrationen dafür existieren ja sowieso schon vom ursprünglichen Autor. Der gehört übrigens zu den Menschen, die ich hasse, die schreiben und zeichnen können. Das soll es nicht geben, sowas. Oh. Also ich sag mal so, mir wurde auch schon ein zeichnerisches Talent nachgesagt, wahrscheinlich von meinem Opa. Ich kann auch schreiben, aber fehlerfreies Schreiben ist ein Thema. Das heißt, ich brauche immer einen Lektor. Ja, den kriegst du ja eh. Das entschuldigt mich dann an dieser Stelle. Okay, aber lass es. Okay, also das heißt auf jeden Fall, das Ding wird auf jeden Fall nicht sofort wieder verschwinden, nachdem das Regelbuch rausgekommen ist. Aber die Frage ist jetzt, wir haben ja schon gesagt, es ist Oldschool, es ist das erste Würfelsystem von Dungeons & Dragons. Also es ist es quasi, wie funktioniert das grundlegend, nur mal, falls jemand da ist, der so gar keine Ahnung hat von dem System? Auch das ist wieder eine von den Fragen, die ganz grauenhaft sind. Im Prinzip ist ja D&D von Anfang an auf einem 20-seitigen Würfel basiert. Im Prinzip möchtest du im Kampf einen 20-seitigen Würfel hochwürfeln und dann möchtest du irgendwie mit deiner Waffe, die je nachdem, wie großartig sie ist, von einem W4 bis zu einem W10, W12 Schaden machen kann, möchtest du dann Schaden anrichten bei den Gegnern, wenn du ihre Rüstungsklasse übertroffen hast. Rüstungsklasse ist ja auch so ein Konzept, das hassen Leute, weil früher ja die Rüstungsklasse, je niedriger, desto besser war. Und das war sehr unintuitiv. Ich habe das natürlich 100 Jahre lang so gespielt. Mir ist das egal. Ich kann das mit einem Blick überblicken. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, Swords and Wizardry hat beides. Das hat sowohl die nach unten gehende für uns alte Leute, aber du kannst sie natürlich schnell umrechnen auf eine nach oben gehende Rüstungsklasse, sodass du weißt, der hat eine Rüstungsklasse von 15, ich würfel meinen 20er, ich muss über 15 kommen, stabil. Okay. Ich muss nicht dann noch irgendwie eine Tabelle konsultieren, um zu gucken, ob ich jetzt getroffen habe, sondern dieser eine Schritt wird dir auch noch abgenommen. Das ist zum Beispiel eine Sache. Swords and Wizardry hat beide Rüstungsklassenwerte, das ist schon mal ein Träumchen. Ja, es ging ja jetzt nicht darum, dass ja, ganz wichtig ist, schlimmen Fragen, die stelle ich immer. Das ist das Fantastische. Ja, aber das Ding ist, wir brauchen ja, ich will jetzt ja nicht, dass wir genauso erklären, was so abgeht, sondern einfach nur zum Beispiel solche Dinge, ne? Also, dass es zum Beispiel keine aktive Parade hat, sondern man muss einfach nur einen Zielwert überwürfeln, zum Beispiel im Kampf. Es gibt auch nicht so viele Talente, das ist alles ein bisschen reduzierter. Also wie man jetzt vielleicht von Midgard oder von DSA kennt, ja. Genau. Da hat man dann halt irgendwie nur 10% der Fertigkeiten oder so. Es gibt ein paar Zauber. Im Idealfall sogar hast du tatsächlich gar keine Fertigkeiten. Das ist ja alles, was dann rollenspielerisch im Idealfall geklärt werden sollte. Was noch ein wichtiger Mechanismus ist, ist der Rettungswurf. Ja. Da gibt es ja dann bei D&D Classic, was ich am meisten liebe, gibt es ja 5 verschiedene Rettungswürfe. Und da ist dann natürlich wieder völlig unintuitiv. Du musst dann mit einem 20-seitigen Würfel unter deinen Wert würfeln, was dann auch schon die meisten fertig macht. Da hat schon mal Swords and Wizardry nur noch einen. Also
auch da ist die Sache wieder vereinfacht. Du musst nicht irgendwie, dann mach mal einen Rettungswurf gegen Odemwaffen oder einen Rettungswurf gegen magische Gegenstände, sondern mach mal einen Rettungswurf. Fertig. Okay. Ja, gut, aber das ist ja wirklich das Ding. Ich meine, man kann halt diese Oldschool-Geschichten in 5 Minuten erklären. Also, und diese ganzen, so ein paar Details, die es dann noch gibt, die kommen dann im Spielverlauf raus. Oder kann man im Spielverlauf dann noch regeln und dann ist das Thema gegessen. Also genau. das ist ja schon eine angenehme Geschichte, wenn man da Bock drauf hat. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht bei mit Lamentations of the Flame Princess, was ja ein anderes System ist. Aber das geht auch so in die Richtung meiner Einschätzung. Das ist sehr ähnlich, aber Swords and Wizardry ist nochmal deutlich einfacher. Also da hast du wirklich den reinen Regelkern. Ein paar Sachen, die du da noch dran bauen kannst, aber das würde ich tatsächlich gerade zu Beginn nicht tun. Ja. Ich finde das sehr, sehr, sehr einsteigerinnenfreundlich. Ich kann das gerne ganz schnell Leuten erklären. Ja, auf jeden Fall. Dann spielen wir das innerhalb von 10 Minuten. Ich habe früher wirklich immer auf Conventions 2-Stunden-Slots geleitet, wo nach 5 Minuten das Spiel begonnen hat und wie du sagst, dann, wenn noch Sachen sind, klärt man das im Laufe des Spiels. Nicht so wie irgendwie, was weiß ich, bei DSA 4.1, wo du nach 2 Stunden noch nicht auf einen Gräber aus dem Laden gekommen bist. Das kann auch schön sein. Ich bin da auch. Ja, genau. Aber man muss sich halt drauf einlassen. Worauf habe ich jetzt gerade Bock? Es ist ja so, als Midgard-Fan, vor allem als langjähriger Midgard-Fan, ist es so, wenn du Midgard 1 gespielt hast und steigst dann bei Midgard 5 wieder ein, hast du grundlegend ein komplettes Gefühl, wie das ganze System funktioniert. Obwohl das schon umfangreich ist. Ne? Weil die Regelmechanik einfach so gleich ist. Und so ist das ja bei Oldschool-Spielen auch. Also wenn man irgendwie mal Oldschool gespielt hat, dann kommt man sehr schnell wieder auch in die anderen rein. Es gibt nur immer Detailstellschrauben. Ja? Ich würde sogar sagen, Dungeon World Classics ist noch mal was ganz anderes so, ne? Das ist ja nochmal. Wobei du die Grundzüge findest du auch da wieder. Du musst halt beim Kämpfen einen W20 hochwürfeln und dann mit irgendeinem anderen Würfel Schaden verursachen und so, wenn du getroffen hast. DCC hat halt dazu einfach noch diesen völligen Zufallstabellen-Overkill, der das ganze Spiel total unberechenbar, aber ist halt auch sehr, sehr interessant gestaltet. Ja, das ist aber ein anderes großes Thema. Oh, okay. Ja. Also du hast gesagt, dieses Ding gibt's schon auf Englisch und es gibt's in sehr, sehr vielen Iterationen. Das heißt, man wird auch, wenn man sich das deutsche Regelwerk holt, ohne Ende Abenteuer im Internet finden, oder? Da habe ich tatsächlich noch eine wichtige Sache zu sagen, denn die deutsche Fassung, und da ist der Günther auch wieder federführend, wird am Ende ein Glossar haben mit den wichtigsten Regelbegriffen, die von Deutsch zu Englisch übersetzen, sodass du wirklich dann die hunderte Abenteuer, die du so für Swords and Wizardry oder die tausende, die du für Osric oder Labyrinth Lord oder sowas dann findest, problemlos leiten kannst, weil das ist ja super. Die Handlung hast du schnell überblickt und dann hast du dann auch noch hinten drin direkt die Begriffe, die du halt, die wichtig sind, die du da einheitlich geregelt haben musst und finde ich einen super Service. Ja. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, ist aber eine tolle Idee. Vor allem das Ding ist, also ich als Händler würde sagen so, ja gut, damit gibt man den Leuten natürlich den freien Bogen in die Hand zu sagen, wir kaufen jetzt keine Abenteuer, sondern wir übersetzen uns die oder machen sie weiter. Aber es ist doch ein sehr, sehr faires Angebot und ich glaube, man erkennt auch da das Verständnis für diese Oldschool-Zielgruppe, die einfach halt auch so tickt, dass man sagt, ja, man baut sich Sachen selbst oder man übersetzt sich oder lädt sich Dinge aus England, aus dem Internet runter. Ja. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall der Weg ist. Also Leute, ne, kauft die Abenteuer auf jeden Fall direkt vom Verlag. Ja, ich werde den auch verlinken unter dem Video. Da kommt ihr dann auch zur Vorbestellaktion, wenn sie scharf ist. Aber es ist geil. Ich finde das gut, wenn man sagt, man bietet das auch an. Also das gefällt mir sehr gut, ja. Was ich vielleicht hier noch sagen kann zusätzlich, ich mag das sehr gerne, dass der Verlag jetzt gerade versucht, das auch einheitlich zu gestalten, also dass das dann auch, es wird A5 sein als Format der Wahl, es wird versucht, glaube ich, alles als Hardcover rauszubringen und wenn es nur 12 oder 16 Seiten hat, sodass es halt jeweils einen Buchrücken hat, du hast es im Regal stehen, du kannst das direkt erkennen, das hat einen Wiedererkennungswert von vorne, von hinten, von der Seite,
ich mag sowas immer. Ja. Da freut sich der innere Monk in mir, dass da mein Regal auch vernünftig aussieht. Ja, das gehört dazu. Aber jetzt doch nicht, 16 Seiten kann man doch nicht in Hardcover drucken lassen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es wird versucht. Ich weiß, dass dieses Nebelherz-Abenteuer sehr wenig Seiten hat. Natürlich, wenn man da die Schrift noch größer macht, kommst du vielleicht auf 24 Seiten. Und hier habe ich doch die Wintertochter von System Matters stehen. Das ist ja auch so ein A5-Büchlein. Das hat ein paar mehr Seiten, aber warum soll das nicht gehen? Ach so, alles A5-Format. Ach so. Genau, es soll alles A5 bleiben. Also, genau. Ja, ich dachte, weil es sich nicht lohnt, also so wenig Seiten dann mit so einem dicken Cover. Also ich finde das ja auch gut. Hardcover finde ich ja generell cool. Also aber so wenig Seiten, das habe ich noch nie gesehen. Ich bin mal hier gespannt. Ist doch, du kennst doch, oh Gott, ich finde es gerade spontan nicht. Nee, du findest das nicht? Doch, hier. Wieso findest du das nicht? Ist doch so einfach zu der Welt. Kennst du Sea Dracula vom Urwerk Verlag? Das ist ein Hardcover. Und das hat genau keine Seite. Das hat nur den Umschlag. Und das ist das berühmte Tieranwälte-Tanzrollenspiel. Es gibt Verlage, die noch verrückter sind und Hardcover ohne alles rausbringen. Alter. Ja. Aber das fällt, was du ein Zeug hast, das will ich, da, also, ich will es wissen, aber ich habe auch Angst davor. Und das ist der Grund, warum ihr auch auf jeden Fall mal bei dem legendären Gruftschrecken-Podcast reinhören konnt von Moritz und seinem Kollegen, wie heißt der nochmal? Benjamin heißt er. Der Benjamin, der die junge Sicht auf Oldschool-Rollenspiel vertritt und du die erfahrene, die Kennersicht. Ja? Die alte Männersicht. Ja. Genau, denn diese ganzen Schätze, die da im Hintergrund stehen, werden, wenn sie USA sind, da auch dann besprochen und es kommen auch immer neue Sachen im Gruftschrecken-Podcast. Für dich wird demnächst eine Folge erscheinen. Da geht's um mich, oder was? Wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wirst, denn wir werden versuchen, auf die gute, bewährte, alte Gruftschrecken-Dreiviertelstunden-Variante das Midgard 1 und 2 Reprint zu besprechen. Und da haben wir beide solche Angst vor. Das sollte eigentlich schon Folge 15 werden. Aber dieses Ding ist so knallhart voller Kram einfach nur. Da werden wir eine Heidenfreude haben und du wirst eine Heidenfreude haben und denken, was für Trottel, die haben überhaupt nichts verstanden. Ja, so genauso bin ich zu Midgard gekommen. Also ich habe auch Dinge einfach aus meiner Freude heraus gemacht und die ganzen knallharten Midgard-Fans haben gesagt, das stimmt doch alles gar nicht. Sehr gut, dann kannst du das wenigstens mitfühlen. Wie Ravintra ist, weiß ich nicht, aztekisch, das ist doch komplett falsch. Ja, also ich habe mich da auch so rangetastet und bin von der Midgard-Community aber auch super dann aufgenommen worden und die haben dann auch gesagt, ey, weißt du was, wir machen das mit dir zusammen, ja, so nach dem Motto. Und da ist ja dann die Weltenserie entstanden, wo es um die Midgard, die Welt geht, auch mit ganz vielen Leuten. Aber es ist, ich glaube, es ist nicht, wenn man nicht diesen Anspruch hat, man weiß alles und man weiß alles besser als andere, dann sind die Leute auch sehr, sehr freudig, wenn sie darüber sprechen können und hilfsbereit. Ja, ne? Ja, absolut. Okay, also eine Dreiviertelstunde über Midgard. Da bin ich ja mal gespannt. Ich finde, die erste Edition ist herausragend. Ja. Und wenn irgendwas anderes in diesem Podcast gesagt wird, dann werde ich die Server anzünden. Nein, aber das kann ich in der Kürze der Zeit, ja, könnte ich das ja gar nicht. Aber wir können ja vielleicht dann mal nochmal separat drüber sprechen, wenn der Podcast rausgekommen ist. Dann machen wir ja. Dann ein Let's Listen machen wir dann zusammen. Ja, das würde aber sehr lange dauern. Ja, ich stell dir mal vor, dreiviertel Stunde Podcast und dann hören wir das noch zusammen und reden noch drüber. Das sind wir bei 2 Stunden. Wir machen das wie diese ganzen Harry Potter-Verrückten und sowas. Wir machen dann immer 1 Minute Podcast und sprechen dann eine halbe Stunde drüber. Oh ja, das geht. Das ist der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn. Okay, ja, da freue ich mich aber wirklich schon drauf, weil ich finde das wirklich, dafür, dass das 1981 rausgekommen ist, hatte da schon 3 Jahre Lektorat oder Spieltests auf dem Buckel, ja. Das ist ja von 78, ja. Das ist schon ein Ding, ja. Ist aber was ganz anderes, als damals halt gab, ja. Okay, lass mich gerade mal kurz auf meinen Zettel schauen. Wir wissen, was Sword and Wizardry ist. Illustrationen
sieht man schon bei den Werkstattberichten vom System Matters Verlag dazu, die halt ja optimal sind. Also das passt halt komplett, ja. Also es ist, da ist sehr stilsicher, kann man nichts mehr dazu sagen. Vorteil vom System haben wir uns auch drüber unterhalten. Jo, ich würde sagen, soweit so gut. Anfang Juni 2022 ist die Vorbestellaktion. Wenn dieses Video erscheint, wird es nicht mehr weit sein, bis die Vorbestellaktion startet. Da werde ich versuchen, drauf zu achten. Ich glaube, ich kann eine letzte Info für uns verrückte SammlerInnen geben. Ich glaube, du bist gar nicht so glücklicherweise. Also deswegen, das mit uns müssen sich jetzt deine ZuschauerInnen angesprochen fühlen. Es wird natürlich in der Vorbestellaktion die klassische, wunderschöne Edition geben. Und es wird natürlich noch eine limitierte Leinenausgabe geben. Stabiles Leder ist ja nicht mehr so hip, glücklicherweise mittlerweile. Ich freue mich sehr auf diese Leinenausgabe und werde die sowas von sofort bestellen, dass es eine wahre Freude ist. Ja, ich bin nicht so der Sammler. Also nicht. Ja, ich sammle nur gezielt das, wenn ich sage, ich möchte zu jedem Setting so ein bisschen was im Regal haben und das ist dann in Ordnung für mich. Weil ich weiß. Ich habe keinen Kellerraum, der so groß ist wie ein Fußballfeld, wie du. Aber gut. Okay, dann danke ich dir, dass du da warst für ein neues, feines Oldschool-Rollenspielsystem, an dem du auch beratend immer mal wieder teilnimmst und auch Bücher, Abenteuer beisteuerst. Wir werden sehen und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Kein Problem. Ciao.